Feurio zusammen und es ist mal wieder Zeit für Loveland und mal wieder Zeit, hier die Sau rauszulassen. Ich freue mich. Dass ihr eingeschaltet habt und wir gucken mal direkt, ob irgendwer, nein, ihr wollt alle nur spielen, ihr seid doof. Holen wir uns erstmal Geld ab. Geld regiert bekanntlich die Welt. Könnte immer mehr sein. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mich nicht so viel beschweren, vielleicht geben sie dann mehr. Aber unsere ganzen Leute hier haben anscheinend gerade ganz, ganz viel Langeweile, aber Louis und Miri sind hochverliebt. Leute, das sieht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob ihr da jemals noch die Chance haben werdet, dazwischen zu kommen. Stone, mein Freund. Du, Miri, es wird immer schwieriger für dich, würde ich sagen. Weil ich mache mich ganz gut als Balui. Was möchtest du? Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Immer die Jungs, die was zum Anziehen wollen. Ich könnte den Mädchenkleidung geben. Hier, kriegst du jetzt ein Flanellhemd. Ich finde das sehr schick. Das könnte noch der Stil von Stone sein. Ja, ist okay. Gefällt mir ein wenig, ja. Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Boah, wie mir das leid tut, wenn ich diese Leute alle wieder rausschmeißen muss. Fehler kann ich mir nur schwer verzeihen. Ja, ich mir auch. Zum Beispiel, wenn man einen Controller in einer Schmelze abbaut. Reden wir nicht drüber. Oh, Juni mit einer Mietekarte. Mietekarte, die ist auch noch schön schwarz. Süß. Einfach süß. Aber trotzdem hast du ein Problem. Ebenbild von Balui. Was zickst du rum? Was ist dein Problem? Ich brauche einen neuen Hut. Einen Hut möchte, Madame? Vielleicht gebe ich dir eine Alien-Maske. Oder hier. Ich denke, das passt zu der Katze. Zu der Katze kriegst du jetzt kriegst jetzt Katzenohren. Ja, und sie feiert's. Ich denke, da habe ich etwas Gutes gemacht. Ab und zu schaffe ich dann auch mal was richtig zu machen. Ich werde wohl oft falsch verstanden. Dabei meine ich es nie böse. Oh. Sehr, sehr liebensgewürzig. Guck, Katzenohren mit Spielkatze. Das ist süß, das ist einfach toll. Und Katze will mit uns spielen. Katze. Komm, spiel mit mir. Komm, spielen wir. Was möchtest du denn spielen? Was gibt's denn? Was hast du denn überhaupt irgendwas? Bildersuche, okay, gegen möchtest Katze. Möchtest du lieber Erster oder Zweiter sein? Ich denke, ich bin lieber Zweiter. Dann habe ich die Chance, ein bisschen höher was zu entdecken. Ja, das bist du. Ich häng fest. Die vielleicht. So, Stone und okay. Du bist dran. Nein. Das ist. Nein. Das ist Pire. Der Pire hat sich schon selber gefunden. Kacke. Ja. Ja, Glückwunsch. Die hier. Nein. Fest. Ja. Kann er mal aufhören zu cheaten? Was ist denn da jetzt los? Diese hier nehme ich. Welche nehme ich denn? Die hier. Toll, danke schön. Jetzt habe ich zumindest ein Paar gefunden. Ja, danke. Yay. Das ist ein Paar. Du bist dran. Oh. Das ist oh nein. Das ist ein okay. Das habe ich haushoch verloren. Das ist meine das Chance. Das kann nicht wahr sein. Ja. Du bist ein scheiß Cheater. Stone, du bist ein Cheater. Nicht Stone, Quatsch. Katze. Dran. Katze ist ein Cheater. Das ist ich denke schon. Das ist oh nein. Oh nein, und jetzt passe ich nicht mehr auf. Mann, bin ich dumm. Ich was habe ich denn da jetzt eigentlich? Ich bin so durcheinander von den Namen gewesen. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du. Boah, war das schade, schade. Kacke. Aber das machen wir demnächst nochmal. Es tut mir leid. Nein, ich denke, ja. Wisst ihr, wo wir noch nicht waren? Beim Pfandhaus. Wir haben noch nicht unseren ganzen Stuff verkauft. Aber erst spielen wir mit Moritz zu spielen und haben dann nochmal die Chance, ein bisschen was spielen. An Gewinnen reinzuholen. Ja, spielen wir. Was gibt's denn? Oh nein, dieses Spiel. Alte Jungfer. Hä? Man muss ja immer mal ein bisschen raten. Er guckt ja bei beiden sehr, sehr normal. Wir hatten bisher immer die linke Karte genommen und immer recht gehabt damit. Aber guck mal, wenn er da guckt, er guckt Augen offen, er guckt da. Wir nehmen mal die rechte. Ha! Ha! Gewonnen! Ha! 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 Und was nehmen wir? Wir kriegen ein Glasornament. Oh, das könnte viel wert sein. Da gucken wir nachher mal im Pfandhaus, was man so verticken kann. Hunger! Ja, in deiner Höhle hier hast du Klippfisch. Vielleicht magst du das ja. Ach. Wisst ihr was? Ihr kriegt alle nichts mehr zu essen. Ich wurde geboren, um über die ganze Welt zu herrschen. Was? Oh, mein bester Freund noch mit Miri. Ja, hat sie noch nichts getan. Aber das Liebesgeplänkel funktioniert auch nicht. Nina schläft. Aber Stone kann man in den Kopf gucken. Yes, die Träume sind immer das Beste.
Von was träumt der liebe Stone? Okay, solange ich die... Deck die Solarzelle doch mal mit der Hand ab. Ja, toll. Aber... Und jetzt? Ich meine, das haben sie schon kreativ gelöst, ne? Kann ich das mal bitte, das dann noch mehr? Mach mal schneller Stone hier. dass ich den Stone mit meiner Hand betreiben kann, ist schon was Besonderes. Ich denke, das habe ich gut gemacht. Stone, ich hoffe, du hast einen guten Traum. Und hast morgen Muckis wie Arnold Schwarzenegger. Was war das denn? Dankeschön für die Solarplatte im Übrigen. So eine Solarplatte ist normalerweise ein... Boah, habt ihr das Geräusch gehört? Das muss ja was mega Wertvolles gewesen sein. Jetzt gehen wir ins Pfandhaus. Nach dem Geräusch, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass das im ersten Teil, dass ich da jemals mal so ein Soundgeräusch kriege. So, fangen wir an. Blechroboter, der bringt 10 Euro. Ja, ist okay. Weg damit. Hallo? Achso, da. Glasornament, es bringt 50. Nice. Glasperlen, ja, 6. Ja. Grammophon. Was? Das gibt 300? Nice. Der Gullideckel. Ja, nee, den hebe ich auf für meine Wand. Hänge ich an der Wand. Miri bringt mir gerade Tee. Ist das nicht lieb? Schön. Dankeschön. Hilfe, ich werde gefangen gehalten. Aber du hast mir einen Tee freiwillig gebracht, du Lüger. Nein. Du Lüger. Willst du einen Radikal? Ja. Ich denke nicht, dass du einen verdient hast. Ein Gullideckel. Yay. So, Kamm. 2 Euro. Kessel? Warum ist das nur eine krumme Zahl? 19,80 Euro? Das ist auch nicht so toll. Eine Koralle, 5 Euro. Und jetzt diese scheiß Kosmetiktücher. Ne? Dieser Tropfen auf dem heißen Stein, der bringt ja mal gar nichts. Murmel? 1 Euro. Oh. Hör mal, Leute, wenn ihr schon mit mir spielt, dann gebt mir doch bitte gescheite Geschenke. Pupskissen, das finde ich gescheit, ja. Das Solarmodul, 100. Das Grammophon war so mega wertvoll. Die Solarpanel ist 100 Euro. Kann ich nicht alles auf einmal verkaufen? Hier, die Stinkesocke. Early's Stinkesocke. Wer möchte Early's Stinkesocke haben? Finde ich gut. Was wir alle schon gefunden haben, ist mir gar nicht aufgefallen. Der Virtual Boy, ne? Der hat Nostalgie-Bonus. Der müsste allein 200 wert sein. 150, wow, ich habe gut geraten. Das ist der Vorgänger der VR-Brille oder so. Geil, war cool. Boah, wir haben so viel Geld gemacht. Endlich können wir jetzt mal richtig shoppen. Vielen Dank. Gehen wir erst eine Wohnung kaufen, erst Essen kaufen oder was gucken wir? Kommen wir zuerst. Ich denke, wir gehen erst beim Möbelhaus, das ist immer am teuersten. Ach, toll. Schachbrett. Lila. Schick. Ich glaube, wir kaufen einmal Lila und einmal Schachbrett. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Mehr ist, interessiert mich aber nicht. Das Halloween-Dingsbums, das interessiert mich nicht so sehr. Brauche ich nicht. Aber Essen. Essen. Vielleicht gibt es ja mal Mille Foyille. Nein, mit Karamellcreme. Hat einer von euch eigentlich mittlerweile mal Mille Foyille selber gebacken? Oder traut ihr euch das alle nicht zu? Pizza. Bei Mille Foyille, also ich würde das schon mal gerne machen, aber ich habe da so ein bisschen Angst vor, dass das so aufwendig ist, dass ich da 100 Stunden dran sitze. Sollte ich auf die Idee kommen, Mille Foyille zu machen, ja? Dann werde ich da auf jeden Fall ein Video von machen. Aber noch nicht. Die Mina. Nachrichten um 9 Uhr. Jeder hat so seine eigenen Kniffe beim Brillen. Das Trinken von Katze könnte vielleicht merkwürdig wirken, aber es schmeckt ziemlich gut. Was hat der wieder gemacht? Auf mehrfache Nachfrage verriet uns Katze die Top 3 seiner Lieblingsbrille. Hä? Es sind Panini, Risottos und Schandmäler. Geschmacklich sicher merkwürdig, könnte man denken, aber viele Leute stehen anscheinend drauf. Wir haben das ist so strange. Nach dieser Meinung gefragt. Könnt ihr mir noch mehr verraten? Ich habe den Leuten gesagt, dass das passieren würde. Klugscheißer. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Benjamin Schenk und das waren die Nachrichten um 9 Uhr. Dankeschön und Katze, du hast einen sehr seltsamen Grillgeschmack. Da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Benjamin Schenk hat noch ein Problem. Los, jetzt heirate endlich Miri. Meine Güte. Tu es endlich. Tu es! Ich zwinge dich. Oh, ich hab Hunger. Haben wir uns schon eine Woche nicht gesehen? Ebenbild von mir. Nein? Was? Ich habe Hunger.
Kann ich doch nichts dafür, wenn du nichts von mir willst. Balui, auf was habe ich denn heute mal Bock? Brezeln. Ja, wir waren ja unten in Baden-Württemberg. Da gibt es ja sowieso nur die besten Brezeln. Bei uns hier oben kannst du die alle voll knicken. Yay! Und das waren anscheinend gute und frische Brezeln. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Yay, ab 18 Mal können wir Leute erwachsen machen oder kindlich. Liebe im Kino ist immer so schön und die Realität leider nur normal. Sag, bist du gerade ein bisschen frustriert von Miri oder was war der Kommentar? Nee, ich will mit Miri eine Liebe. Was mache ich denn bei Akira? Okay. Ich will gar nicht wissen, was wir da machen. Aber so ein Herbjump scheint ja schon witzig zu sein. Was ist los? Das ist so geil, wenn man wegswitcht. Okay, Sören, mein Freund. Jetzt sag nicht, wir haben uns eine Woche nicht gesehen. Hau ich dich. Haben wir uns schon. Oh, ich hab gesagt, ich will das nicht hören. Du Arsch. Keks. Hier. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Cooles. Kollege. Hier. Hier hast du was Cooles zum Anziehen. Wenn die nicht immer ständig Klamotten wollen würden, ne? Das scheint cool genug zu sein. Ich hoffe, das gefällt dir, was du da anhast. Ich würde eigentlich sagen, dass ich ein ziemlicher Glückspilz bin. Ja, weswegen? Du musst das aber begründen. Jetzt kann er Kung Fu machen. Miri träumt. Ich hoffe, Miri träumt von mir. Miri von mir träumt, bitte. Oh. Ich denke, das ist gerade nicht sehr positiv, was sie da träumt. Kann man das irgendwie beeinflussen? Nee, ne? Eigentlich könnte er ein Foto von machen, aber es ist genau eine gute Pose. Oh Mann, es tut mir leid. Oh, warte. Ah, jetzt alles gut. Ich denke, Tomodachi Live haben sie einfach entwickelt, um die Physik-Engine des 3DS zu testen. Oh Mann. Was haben wir da jetzt gekriegt dafür? Schlaf wieder. Ruhig in deinem Kleid, schon okay. Alles gut. Was ist das? Oh nein, hab ich nicht gelesen. Schade. Kann ich mir beim Schneiden nachher angucken, was das war. Alina, Leute, ihr sollt nicht immer Probleme haben. Ihr sollt Probleme lösen. Und vor allen Dingen muss ich das Problem lösen, dass ihr wieder alle nichts mehr zum Anziehen habt. Oh, wow. Sneaker-Anzug. Wow, okay, wir kommen mal. Napoleon, wir haben jetzt so viel Geld gemacht, da können wir jetzt auch mal ein bisschen cooles Zeug kaufen. Falls einer von den Mädels oder Jungs wieder auf die Idee kommt, dann, ich will aber was Neues zum Anziehen haben. Ich habe ein Problem, ich brauche was Neues zum Anziehen. Ich bin Balui. Na warte, das sagen die nicht. Aber sie haben immer, irgendwas wollen sie immer. Hier, kaufen jetzt einfach mal jedes Teil einmal. Wenn wir gerade Kohle über haben, ich gehe nämlich gerne shoppen, wenn ich Geld überhaupt brauche. Ist sie teuer. Egal, jetzt kann mir keiner daherkommen und sagen, ich will was Neues zum Anziehen haben. Und ich sage wieder, nein, ich habe nichts. Aber ich habe jetzt genug. Für alle. Für immer. Kann keiner mehr beschweren. Alina, unter Wasser. Du brauchst ein Meerjungfrauenkostüm. Aber ich habe leider gerade keins. Da bist du ja mal wieder, Ebenbild von Balui. Wie sie mich immer anmachen, dass ich so lange nicht da war. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Hey, ich hab's ja gesagt, ne? Sie will was Neues zum Anziehen. Ständig wollen die was. Ich hätte hier einen Jeansrock, bitteschön. Und? Perfekt. Wow, ich muss sagen, diese Staffel von Tomodachi Life, das klappt wunderbar. Also ich habe bisher kaum Klamotten rausgesucht, denen den Leuten nicht gefallen hat. Oh, jetzt kannst du sogar noch selber Klamotten machen, wenn du möchtest. Aber wenn ich schon mal hier bin, kriegst du jetzt auch mal Churros zu essen. Du kennst das nicht und ich hoffe, du schmeckt das. Perfekt, absolut lecker. Nice one. Ach, ist das nicht schön, wenn man die Probleme der Zuschauer löst. Charlie, war ich bei dir auch schon seit 3 Jahren nicht mehr? Sag, wag es zu sagen, ich stelle die Uhr in Zukunft um. Guten Abend. Guten Abend, okay. Sie beschwert sich wenigstens nicht. Was würdest du tun, wenn du morgen alles machen könntest, was du willst? Boah, toll. Was würde ich morgen machen, wenn ich alles machen könnte, was ich wollte? Schlafen, Videospielen, Sport oder shoppen? Also das dritte können wir machen das jetzt mal rückgängig, wir gehen jetzt rückwärts an die Sache dran, nach dem Ausschließungsverfahren.
Sport? Nein, danke. Shoppen? Da braucht man viel Geld für. Nee, auch lieber, also eher nicht. Schlafen ist gut. Und spielen. Das ist sowieso das Beste. Also ich denke, schlafen oder Videospielen. Aber das Wochenende ist bald, da kann ich eh ausschlafen. Ich denke, Videospielen. Eine Mischung aus beidem. Ja, dann komm vorbei, dann können wir zusammen zocken. Machen wir LAN-Party. LAN-Party und dann gibt's ab was hier. Was ist in deiner Welt wohl im Moment gerade modern? Pokémon Sun and Moon Demo. Das ist modern gerade. Total angesagt. Leute, habt Probleme. Ich befehle euch, habt Probleme. Vor allen Dingen wollt euch kennenlernen. Das muss ich nämlich offscreen spielen. Das will ich nicht. Ach, die haben alle immer Probleme oder auch eben nicht. So, ihr Lieben, aber ich würde sagen, das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr kommt dann die Tage wieder. Dann gibt's die nächste Folge. In dem Sinne, haut rein. Macht's gut, bleibt schön feurig und bye bye.